Bei den Amerikanern dreht sich alles um die Frage, ja, wie stark wird die Fed jetzt die Zinsen anheben? Noch im Juli 0,75%, 1%, das ist das Thema für die Amerikaner. Uns interessiert mehr, ob wir im Winter frieren werden, ja oder nein. Also interessiert uns das Thema Gas. Dementsprechend ist das im Fokus der Märkte. Dennoch die europäischen Aktienmärkte im Gefolge der Wall Street weiter positiv. Dort findet eine Art Short Squeeze statt. Hier sehen wir, dass vor allem das Gamma Exposure von Market Makern sehr negativ ist. Das heißt, Absicherungspositionen, die sie eingegangen sind, die bei steigenden Märkten dann überflüssig werden. Das heißt, die treten dann als Käufer auf. Wir sehen am Future Markt sehr negative Positionierung. Wir sehen, dass viele institutionelle Investoren ihre Long-Portfolios abgehedged haben mit Short-Absicherungen und so, je weiter die Kurse nach oben gehen, umso mehr müssen diese Absicherungspositionen dann eingedeckt werden. Das ist aus meiner Sicht der Grund dafür, dass wir weiter nach oben gehen. Derzeit die guten Nachrichten können es nicht sein, denn die sind jetzt nicht allzu üppig gesät. Das gilt natürlich auch für das Thema Gas. Für Europa und vor allem für Deutschland hier hat die EU jetzt eine interessante Zahl mal in den Raum gestellt. Also wenn Russland die Gaslieferungen einstellen würde, dann würde das BIP der EU um 1,5% geringer ausfallen. Das ist wahrscheinlich in dem Bereich Fake News einzuordnen. Das ist so ein bisschen alles im Wunderland. Wenn das wirklich passiert und Russland kein Gas mehr liefert, dann wären wir mit 1,5% richtig fein raus. Dann dürfte es ganz anders zur Sache gehen. Die Bundesbank hat neulich schon mal gesagt, wir rechnen mit minus 9% für das BIP Deutschlands. Eine andere deutsche Studie mit minus 12,3%. Und wenn Deutschland 9 oder 12% minus haben würde beim BIP, dann kann mir keiner erklären, dass die EU nur 1,5% abknabbern müsste von dem BIP. Das ist also praktisch ausgeschlossen. Das ist irgendwie so ein politisches Statement, so macht euch mal locker. Wir sind nicht abhängig von Putin, also alles wird gut, aber das ist wirklich Quatsch. Das ist mal wieder so eine Zahl, die darauf hindeutet, dass da ein gewisser Realitätsverlust ist oder dass den Leuten irgendwie kein reiner Wein eingeschenkt wird. Das ist nicht hilfreich, aus meiner Sicht mit solchen Zahlen um die Ecke zu kommen. Alles dreht sich ja um die berühmteste Turbine der Welt. Diese Turbine in Kanada, die in Kanada war, zur Wartung. Warum in Kanada? Da ist das einzige Werk, das diese Turbinen wirklich reparieren, warten kann, ist dafür zertifiziert. Das war eigentlich ein Werk von Rolls-Royce, also den Briten, das hat Siemens dann übernommen. Dementsprechend ist jetzt Siemens, vor allem Siemens Energy im Fokus. Jetzt ist die Frage, ja, wo ist denn die Turbine, wann kann sie eingesetzt werden? Werden dann die Russen wieder Gas liefern? Das deutsche Wirtschaftsministerium hat ja schon gesagt, also diese Geschichte mit der Turbine, das sei doch nur ein Vorwand, die würde erst im September eigentlich planmäßig eingesetzt. Also die Russen könnten, wenn sie wollten, durch Nord Stream 1 sofort Gas senden, weil eigentlich erst diese Turbine zur Lieferung im September anstehen würde. Die Russen testen wahrscheinlich, ob sie es hinkriegen, diese Sanktionen zu umgehen. Wenn es wirklich ums Eingemachte geht, vor allem um Deutschland, und hier ist diese Turbine angeblich jetzt an einem geheimen Ort in Deutschland. Die berühmteste, wichtigste Turbine, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat, die soll nach St. Petersburg geliefert werden durch Siemens. Keiner sagt aber, ob das schon passiert ist. Angeblich ist sie gestern in Deutschland angekommen. Ob die jetzt schon auf dem Weg ist nach St. Petersburg, ja oder nein, man weiß es nicht. Alles wird geheim gehalten, Sicherheitsaspekte heißt es. Also das wird jetzt ein lustiges Spiel. Dennoch, es passieren natürlich sehr, sehr viele Anstrengungen, dieses russische Gas zu ersetzen. Wenn das überhaupt geht, aber zumindest den Schaden zu minimieren, wenn die russischen Lieferungen sich nicht mehr fortsetzen sollten. Wir sehen jetzt, dass vor allem Norwegen massiv liefert, nämlich Erdgas. Die sind jetzt extrem, extrem stark gestiegen in einem sehr kurzen Zeitraum, nämlich zwischen 18. Oder jetzt hier eben in diesen Tagen sehen wir, dass das sehr, sehr stark steigt. Heute zum Beispiel massive Gaslieferungen aus Norwegen. Und insgesamt sehen wir hier mal eine Tabelle, die zeigt von Ole Hansen von der Saxo Bank, dass praktisch nur noch sehr, sehr wenig Gas kommt. Noch wird ja ein bisschen Gas durch die Ukraine, durch die Jamal-Plattform geliefert.
Ich weiß gar nicht, ob es Jamal ist, aber auf jeden Fall geht durch die Ukraine noch ein bisschen Gas. Dunkelblau sehen wir hier ganz wenig Gas aus Russland. Hellblau in der Mitte, das ist Norwegen. Das geht immer weiter nach oben. Also die Norweger, die versuchen das ein bisschen zu ersetzen. Das ist der Grund, warum die Handelsbilanz der Eurozone, etwa auch der EU, so massiv negativ ist. Alleine die Importe von Produkten aus Norwegen, und damit ist Gas gemeint, sind um über 150% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen Januar und Mai. Also da ist einiges im Schwange. Unten sehen wir in dieser Grafik mal den aktuellen Stand eben der Gaslieferungen. Das geht jetzt natürlich deutlich zurück ohne Nord Stream 1. Und eines der großen Opfer dieser ganzen Situation ist Uniper. Die haben jetzt schon 8 Milliarden ja Kreditlinie von der Bundesregierung bekommen. Jetzt müssen sie noch mal 2 Milliarden anzapfen von der KfW-Bank. Das ist natürlich ein herber Schlag für Uniper. Jetzt hat man schon aus den eigenen Gasspeichern seit 11. Juli eben Gas entnommen, mehr als 2 Terawattstunden, und hat seine Kunden schon informiert, und das sind meistens Stadtwerke in Deutschland, dass man wahrscheinlich die Preise anheben muss, weil man ja eben vorher am Spotmarkt gekauft hat, also praktisch am täglichen aktuellen Markt gekauft hat, viel teurer, als man eigentlich Verträge mit diesen meisten Stadtwerken hat. Javier Blas hat jetzt für Bloomberg mal ausgerechnet, dass es 200 Milliarden Euro kostet, die Energiefirmen in Europa auszubailen, die ein riesiges Problem haben. Und dieses Problem werden wir gleich sehen. Zunächst mal die Meldung jetzt erstmal über eine Force Majeure, die Gazprom ausgerufen habe. Force Majeure ist ein Hinweis eines Unternehmens, das seinen Kunden sagt, ich kann aus Gründen, die ich nicht beeinflussen kann, höhere Gewalt nicht liefern. Und diese Meldung kam heute über den Ticker, erstmal alle total nervös. Was heißt das? Sagen die jetzt, dass sie kein Gas mehr liefern? Dann aber stellt er sich raus, das ist eine Geschichte aus dem Juni. Das ist sozusagen das, was Gazprom Uniper, das ja der größte Kunde in Europa ist, von Gazprom praktisch hier diese Meldung eben gegeben hat, diese Mitteilung gegeben hat, Force Majeure, wir können nicht liefern. Uniper hatte dem Ganzen widersprochen, aber das hat heute so ein bisschen die Gemüter natürlich erregt und zu Missverständnissen geführt, weil es erstmal gedauert hat, bis klar war, Mensch, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Aber nochmal zurück zu den Schulden der Energieunternehmen in Europa. Hier sehen wir mal die Verschuldung derzeit bei 1,7 Billionen Euro. Das ist eine richtige Menge Holz, und mindestens 200 Milliarden, sagt Javier Blas von Bloomberg, müsste man aufwenden, um die irgendwie zu retten. Also das wird noch richtig teuer, gilt für ganz Europa, also nicht nur für Deutschland, aber das wird ein sehr, sehr teures Vergnügen. Wird jetzt alles wieder gut, wird diese Turbine geliefert? Kommersant, das ist ein russisches Wirtschaftsmagazin, sagt, also das wird viel länger dauern. Es soll ja am 21. Juli die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein, am 22. sollte dann wieder Gas fließen. Aber Kommersant berichtet, also die Turbine wird am 24. Juli in Russland ankommen oder da, wo sie ankommen muss, an dieser Station der Pipeline, und dann wird es 3 bis 4 Tage dauern, bis die installiert ist, sodass frühestens dann Anfang August Gas fließen würde. Und jetzt ist die Frage, naja, was würde das bedeuten, wenn entweder es eben deutlich später ist oder gar kein Gas mehr kommt? Das würde bedeuten, dass wir sehr wahrscheinlich, je länger das dauert, in eine Rezession schlittern. Was würde dann passieren mit den Zinsen innerhalb der Eurozone, nachdem die EZB ja ein bisschen spät auf die Idee gekommen ist, die Zinsen anzuheben? Kaum ist die Inflation bei 8,6% schon, überlegt die EZB 0,25% Zinsanhebung zu machen. Das ist wirklich tollkühn, was da passiert. Jetzt haben wir gleichzeitig die Situation in Italien mit dem Bruch offenkundig der Mario Draghi-Koalition, potenzielle Neuwahlen, man weiß nicht, wie es da weitergeht. Jedenfalls hat auch Gazprom durch die Jamal-Plattform keine Kapazitäten gebucht für ganz August. Kein gutes Zeichen.
Vielleicht ein gutes Zeichen, dass Gazprom jetzt Siemens gesagt hat, offiziell angefordert hat, bitte liefert uns die Turbine. Wir wissen es nicht. Jedenfalls sehen wir, dass auch der Anleihemarkt jetzt auf diese Stories reagiert. Die 10-jährige Anleiherendite Deutschlands heute wieder 10 Basispunkte gestiegen. Also man preist ein gewisses Risiko auch ein für Deutschland. Aber es bewegt sich was in Deutschland. Man möchte es kaum glauben. Ist da Bewegung in Sachen Atomkraft wieder? Natürlich kann die Atomkraft kurzfristig unser Problem nicht lösen, aber es wäre immerhin ein kleiner Beitrag zum Energiemix, der dadurch weiter erhalten würde, wenn die noch 3 verbleibenden Atomkraftwerke im Mindesten nicht Ende 2022 abgeschaltet werden. Das ist jetzt eine Diskussion, die immer mehr Fahrt aufnimmt. Daniel Eckert sagt zu Recht, man kann nicht die heimischen Kernkraftwerke und die heimischen Kohlekraftwerke runterfahren wollen. Kohlekraftwerke werden jetzt wieder raufgefahren als Ersatz für Dunkelflauten, respektive als Parallelstruktur zu den erneuerbaren Energien und den größten Energielieferanten sanktionieren. Das funktioniert nicht. Wow, das haben jetzt einige auch in der Politik offenkundig bemerkt. So die Co-Vorsitzende der Grünen, die gestern bei Anne Will angedeutet hat, vielleicht werden wir doch mal bis reden müssen über die Atomkraft, gell? Weil auch wir Grünen frieren nicht so gerne. Da scheint also langsam das ideologische Muster ein bisschen der einbrechenden Realität zu weichen. Immerhin muss man diesen Leuten ja anrechnen. Wer religiös veranlagt ist, lässt sich nicht gerne durch rationale Argumente in irgendeiner Form von seinem Glauben abbringen. Aber diese rationalen Argumente sind eben schlagend für einen 4-Personen-Haushalt. Dürfte die Energierechnung im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2.610 Euro steigen. Also, das ist mal eine Hausnummer, das ist auch für die Grünen dann sozusagen ein Thema, auch wenn ihre Wählerbasis ja eher aus der gut dotierten, gut versorgten Bürgerlichkeit zu stammen scheint. Aber auch die Russen haben ein Problem, Gazprom etwa. Die Gasproduktion ist jetzt in der ersten Julihälfte um 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Das ist eine Menge Holz. Die Lager, die Gasspeicher sind voll in Russland. Das heißt, man hat jetzt das Problem, was machen wir mit dem Gas? Also versucht man offenkundig schon weniger Gas zu fördern, hängt auch natürlich mit Nord Stream 1 und diesen geringeren Liefermengen zusammen. Und die Frage ist, wird Putin jetzt sagen, okay, lass sie frieren, die Europäer, vor allem die Deutschen, oder sagt er, naja, wir haben hier selber ein Thema, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Putin hat sich heute im staatlichen Fernsehen geäußert und von einer kolossalen Menge an Schwierigkeiten gesprochen, die Russland durch die westlichen Sanktionen habe. Also es ist nicht so, dass die Russen das nicht merken. Das ist natürlich schon so. Das merken wir vor allem hier in Europa durch die Diskussion alleine schon, dass wir Wärmehallen einrichten, etwas, was es zuletzt nach dem Ersten Weltkrieg in hochinflationären Zeiten gegeben hat. Ich hatte mal ein Bild aus dem Jahr 1923 gezeigt, aber natürlich auch Russland hat massiven Schaden durch diese ganze Geschichte und der Schaden für die EZB ist ohnehin schon groß. Jetzt ist die Frage, wird sie uns am Donnerstag, es ist sehr wahrscheinlich, aber wird sie uns am Donnerstag jetzt zumindest ein paar Kriterien nennen für ihr Antifragmentationsinstrument, das sie da erfunden hat? Bedeutet nichts anderes, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann kaufen wir italienische, spanische, griechische, portugiesische Anleihen und verkaufen im Gegenzug deutsche, holländische und, wenn es sein muss, auch französische Anleihen. Jetzt haben wir diese ganze Thematik mit Italien. Draghi dürfte sich jetzt in dieser Woche endgültig verabschieden. Damit rutscht Italien wieder in eine schwierige Situation. Ein Land, das seit 1945 69 Regierungen hatte, durchschnittlich alle 1,11 Jahre eine neue Regierung. Das ist jetzt eine offene Frage. Also ich möchte nicht in der Haut der großartigen Frau Lagarde stecken, die uns ja kürzlich noch versichert hat. Also wir tun alles, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Wie viele Zinsanhebungen hat sie dafür gemacht in dieser Zeit, seit sie uns das versprochen hat? 0, 0. Das wird sich jetzt wahrscheinlich am Donnerstag ändern. Aber seit Juli 21, also seit einem Jahr, haben jetzt 75 Zentralbanken mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,7% die Zinsen angehoben. Also
75 Zentralbanken haben durchschnittlich 1,7% die Zinsen angehoben in den sogenannten entwickelten Economies und 3% in den Developing Economies, also Schwellenländer, wenn man so will. Die EZB ist da mit der Bank of Japan praktisch letzter. Ja, das ist so ein bisschen das Kräuter der Fürth, könnte man sagen. Unter den Notenbanken ziemlich sicherer Abstieg. Und wenn man jetzt mal die ganze Geschichte sich in den USA anschaut, dann ist da eben die entscheidende Frage 0,75, 1,0. Das ist etwas, was kurzfristig wichtig ist, aber übergeordnet wichtiger ist die Frage, naja, wie weit geht es hoch mit den Zinsen insgesamt? 3,25%, so die Durchschnittserwartung von Analysten bis Dezember. Und dann, so erwartet man Ende 2023 die erste Zinssenkung. Und was sehen wir derzeit? Das ist eine Counter-Rally, sagt nach wie vor Morgan Stanley's Mike Wilson, der bisher ein ziemlich gutes Timing gehabt hat. Und wir werden die Fortsetzung des Bärenmarktes sehen, selbst wenn wir keine Rezession bekommen. Er sagt, wir sind einfach jetzt viel schneller unterwegs als früher. Das Ganze spult sich schneller durchs System durch, wird schneller abgearbeitet. Also hier die Warnung, dass diese Rallye nicht sehr weit gehen wird. Mein Tipp ist, dass wir spätestens im Bereich 4050, 4055 beim S&P 500 wieder drehen. Und dass die Wirtschaft vielleicht ein Problem hat, sehen wir durch die Inversion der Zinskurve. 10- und 2-jährige jetzt Mitte 20 Basispunkten invertiert. Das ist doch ein ziemlich heftiges Rezessionssignal. Aber drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Ende des Videos. Wie schaut es eigentlich aus mit den Gasspeichern? Haben wir da Fortschritte gemacht? Sind sie stärker gefüllt? Gibt es da einen Hoffnungsschimmer? Erster Artikel, zweiter Artikel. Gazprom hat neue Rekorde jetzt bei der Lieferung nach China, aber die Produktion sinkt, wie schon gezeigt. Die haben ihre eigenen Probleme. Welche erfahren Sie in diesem zweiten Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinken möchte. Und den dritten Artikel Immobilien USA, da haben wir heute neue Daten bekommen, die zeigen, dass wir da einen ziemlich fetten Absturz haben. Es hat lange gedauert, aber jetzt kommt der giftige Mischung, steigende Zinsen durch die Fed bei gleichzeitig weiter gestiegenen Hauspreisen, bei gestiegenen Mortgage Rates, Hypothekenzinsen. Diese giftige Kombination muss eigentlich zu einer ganz heftigen Abkühlung führen. Das habe ich versucht in einem Artikel zu zeigen. Also drei Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video. Ich wünsche jetzt das Allerbeste. Teilen Sie das Video, teilen Sie den Artikel. Ich sage Servus und Ciao.